100 Tage. 100 Tage Quarantäne. Und das hier, was ich aufhabe, das ist das Markenzeichen. Das ist das Symbol Perus. Das ist das Symbol, das man überall in den Straßen sieht seit 100 Tagen. Hier kann ich sie abnehmen, denn ich bin zu Hause und sozusagen treffe niemanden, habe auch Mindestabstand zu allen. Und hier braucht es keine Mascarilla. Ja? Wie viele von euch hatten sich das damals überhaupt vorstellen können, dass wir das hier als die neue Normalität sehen? Und viele von euch haben wahrscheinlich die Pressekonferenzen von Vizcarra, dem peruanischen Präsidenten, verfolgen können. Und er hatte auch immer diese Maske auf, so wie seine Minister. Und diese Maske schützt Leben. Wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich das Einfachste und das Effektivste, um dieses Thema Covid für sich möglichst nicht an sich herankommen zu lassen. Ja, herzlich willkommen zu diesem Sondervideo, Sonder-Live-Video zum Thema 100 Tage Quarantäne in Peru. 100 Tage. Und ich erinnere mich noch sehr genau, als ich am 13. März einreiste, Frankfurt, São Paulo und dann nach Lima, und mir gesagt wurde, oh, bleib in Deutschland, in Peru verändern sich die Dinge, bleib lieber da. Das war aber da gerade, als Deutschland ja durchstartete, ihr erinnert euch, durchstartete mit ganz viel infiziert und Peru erst nur ganz wenige Menschen hatte. Der erste Patient war ja ein LATAM-Pilot, der Urlaub in Europa machte und dann zurückkam nach Peru, und sozusagen so der Auslöser. Weil inzwischen hat Peru mehr Infizierte als Deutschland. Inzwischen hat Peru rund eine Viertelmillion Infizierte, und das wäre vor die einigen Wochen noch undenkbar gewesen. Und ich lade euch ein auf diese Reise der letzten 100 Tage. Und meine Einreise am 13.03., es war ein Freitag, kam früh 10:50 Uhr an Jorge Chavez, Lima. Und waren schon weniger Menschen unterwegs, und gleichzeitig mit mir kam der Fußballverein Alianza Lima an. Die hatten ein internationales Fußballspiel und waren nur zwei der Sieger. Und deshalb gab es da Presse. Das war Freitag. Ich hatte gemerkt, als ich ankam, wer aus Deutschland kam, war nicht ganz so gern gesehen, wer aus Europa kam, wegen dem Virus. So, das war der Freitag. Dann war Samstag, Sonntag. Sonntag gingen schon die Gerüchte um, oh, vielleicht wird Präsident sprechen und Dinge verkünden. Warum? Weil Nachbarländer das schon getan hatten. Vorreiter war El Salvador, die schon einige Tage davor ihre Grenzen geschlossen hatten. Und ich erinnere mich noch an einen Post in der Facebook-Gruppe Man spricht Deutsch von Oliver Stahlmann, der Moderator ist und Initiator. Er sagte, oh, ich bin hier in Spanien, hoffentlich schließen sie die Grenzen nicht und ich kann wieder zurück nach Peru. Für mich war das irgendwie außerhalb meiner Vorstellungskraft, außerhalb meiner Welt, wie kann man Grenzen schließen? Das hat sich dann sehr schnell geändert, als wir am Sonntag, wie um 20 Uhr, vor dem TV in Lima saßen und Vizcarras Worte gehört haben und dann die Worte kamen, dass die Grenzen geschlossen werden ab nächsten Tag um 8 Uhr, dass die Flughäfen geschlossen werden für zunächst einen Monat und dass es noch weitere Maßnahmen über soziale Quarantäne. Ja, und wir sind dann am Sonntagabend danach losgegangen in den Supermarkt. Und da gab es viele Menschen, war nicht chaotisch, also relativ geordnet, sind dann losgegangen, Lebensmittel zu kaufen. Okay, 2 Wochen soziale Quarantäne, das ist das, was Vizcarra ankündigte, das kriegen wir schon hin, kaufen ein bisschen Lebensmittel, bleiben zu Hause. Gut, und dann hatte ich erlebt, was es auch in Deutschland schon gab am Anfang Corona, was gab es nicht? Genau das Phänomen des Toilettenpapiers. Es gab auch keine Thunfischdosen, kaum kein Reis, und wir haben dann eben das gekauft, was es gab. Es gab natürlich auch keine Masken und noch keinen Sicherheitsabstand zwischen den Menschen. War sozusagen die alte Welt. Ja, und dann war es soweit. Montag alles zu. Und jeden Tag hat Vizcarra in seiner Pressekonferenz geteilt, wo das Land steht, was die Idee ist, was gemacht wird, um einen Ausblick zu geben. Und ich fand das sehr, sehr gut. Also erstens sehr gut, dass so konsequent gehandelt wurde.
auch sehr gut, dass die Kommunikation so intensiv geführt wurde. Den ganzen März über war fast täglich zu sehen. Ich hatte mich schon mal darauf gefreut, oh, es ist 12, 12:30 Uhr, 13 Uhr wird er heute sprechen. Ja, er spricht. Und dann saß er dort mit der Maske und hat erzählt, was es alles Neues gibt, wie die Situation ist, wie viele Infizierte und was war das doch für ein emotionaler Punkt, als es das erste Mal mehr als 1000 Infizierte waren. Das war zu der Zeit. Also was hat Peru alles richtig gemacht am Anfang? Ja, aus meiner Sicht ja, sehr konsequent und auch konsequent dann gleich Militär, Polizei mit eingebunden, die Sache zu kontrollieren. Die Ausgangssperre zunächst ab 20 Uhr, später ab 18 Uhr bis früh um 5 Uhr, die auch heute noch gilt, ab 21 Uhr. Also auch Ausgangssperre richtig und auch richtig zu kontrollieren, warum die peruanische Kultur ist eine hierarchiebezogene Kultur. Das heißt, die Menschen brauchen, erwarten und wünschen sich klare Ansagen. Während in Deutschland noch diskutiert wurde, oh, was machen wir, bisschen soziale Quarantäne oder nicht, und der Föderalismus in Deutschland klar wurde, da herauskam, alle diskutieren mit, war in Peru das sehr straight klar. Und dann war dicht. Montag gab es noch ein bisschen Bewegung, ab Dienstag war dicht. Und das Militär und Polizei ist Patrouille gefahren, hat die Menschen, die das ignoriert haben, aufgelesen, wurden gefilmt, kamen in die Medien und wurden dann mitgenommen und entsprechend dann auch bestraft. Das war am Anfang. Die Zeit verging, die ersten 14 Tage dann, oh, die Ziffern steigen, steigen. Das wird noch nicht zu Ende sein. Und in der Tat gab es eine Verlängerung um weitere 14 Tage. Das war die erste Aprilhälfte, war noch die Aussicht, oh, Ostern, ihr erinnert euch, so Mitte April, 20. April herum, da werden wir den Peak, den Höhepunkt erreicht haben in Peru und dann geht es nach unten. Heute rückblickend wissen wir, dass es anders war. Es ist natürlich einfach zu sagen, dass inzwischen wir mit einer Viertelmillion weit, weit weg sind, dass diese soziale Quarantäne offensichtlich wenig bis keine Auswirkung hatte. So, dann diese Phase im April. Gab die Rückholflüge aus den europäischen Ländern. Auch Deutschland hatte Rückholflüge. Es war Ostern und dann war die Ausgangssperre über 4 Tage, also Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, die Menschen noch Lebensmittel eingekauft, haben sie alle gut über die Bühne gebracht. Doch was ist dann danach passiert, die Tage danach? Ich erinnere mich da noch an die Mail der Deutschen Botschaft. Es gibt ja so ein System, wo man sich eintragen kann, wenn man im Ausland ist. Elefant heißt das, das war ziemlich überlastet. Da gab es dann inzwischen dann andere Systeme von Deutschland, die ja programmiert wurden, damit die Menschen sich registrieren lassen können, die zurück wollten. So, und da gab es E-Mails. Und in einer E-Mail stand, und die habe ich noch sehr vor Augen, ja, wir haben wieder einen Rückholflug, liebe Landsleute, hier wer zurück möchte, kann zurück, meldet euch. Und dann kam dieser Satz. Macht es, wir empfehlen euch unbedingt zurückzugehen, egal wohin nach Europa, Hauptsache weg aus Peru. Okay. In Peru war es noch relativ, also war weiterhin relativ ruhig. Man konnte nicht herausgehen, doch es gab Essen, Märkte hatten offen, die Banken waren offen, man konnte sich zu Hause einrichten, war noch relativ ruhig. Also bei mir kam das sehr dramatisch an, als die Botschaft sagte, versucht irgendwie rauszukommen, wegzukommen. Wir wissen nicht, wann es das nächste Flugzeug irgendwann geben wird. Zwei Tage später schrieb dann der Direktor der deutschen Schule, er ist mit dem Flugzeug mitgeflogen und viele Grüße aus Deutschland. Es ist ihm sehr schwer gefallen, verschiedene Gründe will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Das war nochmal ein Zeichen, okay, was passiert da wirklich? Es hat sich herausgestellt, dass mehrere Lehrer der deutschen Schule auch nach Deutschland geflogen sind. Also sozusagen, dass alle verlassen irgendwie Peru und es gibt jetzt eine ganz große Welle.
Das ist so nicht passiert. Es ist dafür eine andere Welle passiert, ich glaube, die niemand auf dem Schirm hatte und die im Nachhinein gut erklärbar ist. Danke, Mary Rösmann. Ja, die Kulturen sind und unterschiedlich. Ah, Andreas ist auch dabei. Sehr schön, dass du dabei bist, Andreas. So, was ist denn dann passiert? Und im Nachhinein ist es immer einfach zu erklären. In dem Moment, als ich gesehen habe in den Nachrichten, dass sich mehrere hundert Menschen aus Huancavelica, aus dem Departamento Huancavelica, auf den Weg gemacht haben in Lima, in Richtung Carretera Central liefen, Eltern, viele kleine Kinder auch, ältere Menschen, und die sagten: Wir haben hier nichts mehr in Lima, keine Arbeit, kein Einkommen, keine Wohnung, wir laufen nach Hause. Wie möchtest du um Himmels Willen dahin laufen? Also ich weiß, Peruaner sind sehr resistent, haben sehr viel Energie und Willenskraft. Doch Huancavelica ist glatte 15 Stunden etwa mit dem Auto entfernt von Lima. Wir werden Tage, Wochen unterwegs und es geht über die Anden, über 4.800 Meter, was höher ist als der höchste Berg Europas, der Mont Blanc. Also das kann ja nicht funktionieren. Und dann waren die einige Tage lang dort, also keine Toiletten, wie auf der Straße, Straßenrand geschlafen, von der Polizei umstellt, weil was macht man jetzt mit diesen Menschen? Hat sich dann später herausgestellt. Roberto schreibt: Moin, dachte, du bist in Frankfurt. Ja, ich bin in Frankfurt, Roberto Props, in der Tat. Und dann wurden die Menschen untersucht nach Covid. Ja, etwa die Hälfte davon waren positiv. Und sie wurden auch mit Essen versorgt und dann wurden Busse organisiert, um sie nach Hause zu bringen. So, was ist da passiert? Also machen sich Menschen auf dem Weg zu Fuß, und zu Fuß sind mehrere Wochen, bis sie da ankommen, ohne dass sie irgendwo Geld haben zum Einkaufen für Lebensmittel. Was machen die da und was triggert sie da hinzugehen? Wie groß ist dieser Schmerz? Und da komme ich jetzt da drauf. Und das ist noch nicht die Ursache des Problems, das ist die Visibilität des Problems Perus und insbesondere Limas. Was ist das? Die Menschen aus Provincia sehen für sich keine Zukunft, haben schlechte Schulbedingungen, keinen Arbeitsplatz, kein Einkommen, verlassen ihre Heimat, gehen nach Lima. Dann in Lima sind sie zusammen, Familien, Cousins, vier Personen, sechs, vielleicht acht Personen in einem Zimmer, was möglicherweise 10, 15 Quadratmeter hat. Und da schlafen sie. Toiletten gibt es meistens auf dem Flur. Dieses Zimmer kostet mehrere hundert Dollar im Monat. Da sie ja viele Personen sind, können sie die Miete bezahlen. So, dann sind sie in Lima und suchen dann Arbeit. Also gehen zu den Restaurants, aber kann ich Kartoffeln schälen, kann ich in der Küche helfen, kaufen Produkte und verkaufen die auf der Straße, reinigen die Autoscheiben an den Ampeln, manchmal auch die Kinder, die so ein, zwei Jahre alt sind, die werden dann von den Müttern mit an die Ampeln genommen, an die großen Verkehrsstraßen, und die klopfen dann die ans Fenster, halten die Hand auf. Ja. Und so hatten sie Einkommen, haben ihre Miete bezahlt, ihr Essen bezahlt und hatten gelebt. So, dadurch, dass alles geschlossen wurde, alle Restaurants so, und man muss wissen und verstehen und sehen, dass Peru ein Land der Restaurants ist. Es ist anders als in Deutschland, wo es so wenige gibt. Peru ist voller Restaurants. Das kann ich vielleicht hier beschreiben, mit, was gibt es in Deutschland viel, vielleicht U-Bahn-Stationen an jeder Ecke, und in Peru viel, viel, viel. Selbst, also überall gibt es Restaurants, auf den verschiedenen Niveaus. Aber es gibt immer Restaurants, weil wieso? Essen ist Kultur in Peru. Essen ist Kultur und die Küche ist wow, ist sensationell gut. Und Essen ist Kultur. Und du kannst essen für 1 Euro oder für 50 Euro, je nachdem, wo du hingehst. Und überall wird Essen zubereitet und da braucht es Hilfskräfte. Das gab es nicht mehr, weil geschlossen. Der Verkehr war eingestellt, weil Ausgangssperre, private BKWs durften nicht benutzt werden, während in Deutschland die Menschen noch herumgefahren sind, war zum Einkaufen, viele mit dem Fahrrad unterwegs waren, und ich dachte in Peru, als ich in Peru war, das kann doch nicht sein.
Was passiert da in Deutschland? Mehr Infizierte, aber so locker, während wir in Peru wenig Infizierte haben und alles so konsequent und hart. Na, sicherlich wird Peru schneller durch diese Krise kommen. Heute kann ich sagen mit den Zahlen, es ist leider anders. Ja, also alles war geschlossen, die Menschen hatten keine Hilfsjobs mehr. Der Spruch ist Dia a Dia. Das heißt, sie haben keine feste Einnahmen. Genau, Mary Rüssmann, beste Küche der Welt. Definitiv. Sie haben keine feste Einnahmen, sondern sie arbeiten den ganzen Tag, bekommen das Geld. Die in den Restaurants bekommen auch Essen, nehmen Essen mit. Und dann war es das. Dafür wird von der Miete bezahlt, der Strom und das Telefon. So, das ist alles weggefallen. Und nach 4 Wochen waren sie am Ende. Ich vermute, sie hatten Reserven, die waren definitiv auch aufgebraucht. Und die Vermieter hatten keine Lust mehr, auf die Miete das zu vermieten, ohne Einnahmen zu haben. Und dann sagten sie, ihr müsst da raus. Und sie wollten auch raus, weil sie hatten keine Arbeit. Und sind dann raus auf die Straße. So, damit ist die Arbeit, die Pobreza, die Armut visibel geworden. Die Regierung hat ziemlich gut reagiert, nämlich hat Sozialhilfe angestoßen, aber jetzt nicht, wie man das in Deutschland kennt, die Unterstützung, denn in Peru gibt es keine Meldebehörde, du weißt nicht, wie viele Menschen wo überhaupt wohnen. Viele haben keine Bankverbindung, haben keine Bank und ein Mobiltelefon. Und wie die Menschen registrieren. Mich hat überrascht, dass innerhalb von 2, 3 Tagen die Regierung die Zahl hatte und die Menschen hatten, okay, das ist das, so viele Menschen sind das und das sind die. Ich vermute, wo haben sie das her? Ich vermute aus der letzten Umfrage, also der letzten Volkszählung, die noch nicht lange, so lange zurück ist, aus Befragungen der Municipalidades, der Gemeinden und am Ende gibt es halt diese graue Masse, wo keiner weiß, wie viele Menschen wohnen wirklich. In dem Quarto, in dem Zimmer, was ich gerade erzählt habe, sind es 4, sind es 6, sind es 8 Menschen. Und Sozialhilfe ist in Peru ist vom Betrag her noch ein bisschen anders. Also, das heißt, du hast natürlich keine Wohnung, du hast keine Krankenversicherung, du hast einfach Geld bekommen bis zur Bank, hast einen Ausweis gezeigt, dein DNI. Darüber lassen sich alle auch super registrieren. Jeder hat prinzipiell auch ein DNI. Und dann haben sie das Geld bekommen. Vielleicht für eine oder andere erinnert sich an die Grenzöffnung zwischen den beiden Deutschlands, DDR und BRD. Da gab es eine Art Begrüßungsgeld. Da konnten die Menschen aus der ehemaligen DDR sind in den Westen mit dem Reisepass im Stempel hineinbekommen. Begrüßungsgeld 100, damals D-Mark. Ich war damals in einer Bank und habe selbst Begrüßungsgeld ausbezahlt, durch die Schlangen der Menschen gesehen und bin da auch sicher, dass manche mehrmals da waren oder Reisepässe dabei hatten, verschiedene Pässe hatten. Wie auch immer, Peru hat es hingekriegt und wenn auch nicht alle ihr Geld bekommen haben, doch viele. Bei dieser ganzen Aktion, die übrigens dann fortgesetzt wurde, 14-tägig, ja, gibt es eine weitere wichtige Info. Die gehört zwingend dazu. Die muss man sich immer auch vor Augen halten. Peru hat 33 Millionen Einwohner. So, wie viele Menschen glaubt ihr, haben diese Sozialhilfe bekommen? 33 Millionen Einwohner, 9 Millionen Haushalte etwa. Wie viel Prozent oder auch wie viele Millionen Haushalte? 9 Millionen Haushalte, 7 Millionen Haushalte haben dieses Geld bekommen. Das heißt, etwa 25 Millionen Menschen in Peru haben kein festes monatliches Einkommen, arbeiten Tag für Tag. Und das bringt uns weiter in die Tiefe der Ursache des Problems in Peru. Ja, das erste ist, alle gehen nach Lima, machen Hilfsjob. Und das zweite ist, die Anzahl dieser Menschen ist enorm. Also nicht nur die Hilfsjob machen, sondern auch die kleine Geschäfte haben. Ja, oder Taxifahrer sind oder Hilfskräfte in den Mercados, um die Kisten zu tragen, oder die Mototaxis zu fahren, oder Parkwächter zu sein, oder was auch immer. Und diese Menschen, also die haben natürlich keine Krankenversicherung und sie zahlen keine Steuern. Das ist Informalidad. Und das sind rund 70% der peruanischen Wirtschaft, laufen so.
Sie geben dem Staat Einnahmen über die Umsatzsteuer. So, wenn der Staat alle Einnahmen hätte von einer wirtschaftlichen Tätigkeit, hätte er mehr Gelder und könnte noch mehr investieren. Wobei das ist nicht das Thema, da komme ich gleich dazu. Peru hat Geld. Die Frage ist, wieso wird das nicht investiert? So, also das war Ende April die Bewegung, erst Huancavelica, dann San Martin Richtung Tarapoto, Selva Alta, danach in den Norden, danach Huánuco war auch dabei, Richtung Ancash. Alles Entfernungen, alles, wo wir sagen, das ist so wie von Deutschland, sagen wir, von Berlin über die Alpen nach Rom zu laufen. So, ich laufe da jetzt hin. Irgendwann kommt man an, dauert halt. Ende April, Anfang Mai. Also, die Situation ist sehr viel schwieriger. Und dieses Dia a Dia, das ist der Schluss, das ist leider eines der, also das Problem, ja, Ursache ist auch bekannt, nur wie lösen, das ist die Frage. So, dann kommen wir in die Phase 3, Anfang Mai. Anfang Mai, Vizcarra sagte in seinen Pressekonferenzen, die jetzt nicht mehr täglich waren, zwei, dreimal die Woche. Okay, wir öffnen das Land wieder in vier Phasen. Vier Phasen. Dafür braucht es einige sagen wir, Sicherheitsvorkehrungen mit Maske, mit Abstand, Hygiene und diese Dinge. Das war am Anfang ein bisschen schwierig, weil die Informationen nicht klar waren, weil die Auflagen schwierig waren zu erfüllen und weil manche Peruaner eben so innovativ sind, die machen irgendetwas, Hauptsache sie machen es. Das war so die erste Phase mit der Produktion Fischindustrie. Warum? Weil Fischsaison ist. Das war schon im März klar. Ein Kunde sagte mir, Mitte Mai ist die Fischsaison. Und dann wurde es geöffnet. Der Bergbau, die Großen. Warum? Die haben ihre Produktion verkauft über die Terminbörse. Und wenn sie nicht liefern, dann müssen sie Strafen bezahlen. Plus Bergbau ist der wichtigste Devisenbringer für Peru weiterhin. Bergbau in dem Exportbereich. Also Materia Prima ist Nummer 1 weiterhin, etwa ja, Hauptträger im Export und Hauptträger auch, oder mit Hauptträger in der Wirtschaft Perus, und Peru braucht durch die Deviseneingänge. Also da ging da ein bisschen los, sie brauchten dann Genehmigungen, um von A nach B zu fahren, um die Maschinen von A nach B zu kommen, mussten dann so, was ist jetzt? Die Phase 3. Die Phase 3 war geprägt für mich persönlich in der Rückholflug Frankreichs bis nach Paris und dann weiter mit Lufthansa. Ja, also das hier ist in der Tat so, Air Europa ist von Lima nach Paris geflogen. Warum? Paris, die französische Botschaft hat Air Europa gechartert. 200 Rückwillige, die rückreisen wollten, zurückzubringen. Das war davor, 10 Tage davor, was mit Air France. Da saßen wir schon im Bus auf dem Weg zum Flughafen und hieß es: Stopp, wir müssen alles alle anhalten. Leider geht heute das Flugzeug nicht von Air France, denn es gibt ein neues Gesetz. 14. Mai war das. Mindestabstand 1 Meter auf dem Flugzeug und dann sind wir wieder nach Hause. Das heißt, das war von der Change-Kurve her heraus aus der Komfortzone, war da alles drin. Da später war es dann der 14., war es dann der 21., 20., 20. Mai. Ein Rückholflug Frankreichs bis Paris und dann weiter nach Deutschland mit Lufthansa. Da erzähle ich gleich noch etwas dazu. Die Phase 3, und in der Phase, wir sind jetzt Anfang Mai, die Krankenhäuser sind kollabiert. Die Bilder, die ich gesehen habe, waren, die Menschen standen Schlange, mussten warten, ins Krankenhaus zu kommen. Ich würde sagen, die Patienten haben sich gestapelt, also die Gänge waren voll, alles war voll. Leider auch viele Verstorbene, die in Nebenräumen lagen. Und der Norden, Iquitos insbesondere, und auch Tumbes, Lambayeque, La Libertad, ganz besonders getroffen. Ganz, ganz, ganz schwierig. Und
da will auch keiner mehr ins Krankenhaus, weil da holt man sich noch mehr und lieber bleibt man zu Hause und wenn es so schwierig wird, am Ende stirbt man halt zu Hause oder man organisiert sich Sauerstoff selbst. Also das war, nehme ich wieder ab, das war diese Phase Anfang Mai, die ganz schwierig war. Die Krankenhäuser kollabiert. Wir haben ja sonst, wir haben ja auch viele Geburten in Lima, normale, ne? Wusste ja keiner vor 9 Monaten, was da passiert. Und selbst da sind manchmal die Hochschwangeren nicht angenommen worden, weil Krankenhäuser überfüllt waren oder hatten Angst und wurden weitergeschickt zum nächsten Krankenhaus. Ganz, ganz schwierige System. Das hat auch Präsident Vizcarra dann offen so gesagt und deutlich gesagt. Wir erleben jetzt, was wir in den letzten 40 Jahren nicht investiert haben. Und müssen damit jetzt umgehen. Da hat er natürlich ziemlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Ganz, ganz schwierig Anfang Mai. Am besten nur zu Hause bleiben. Dann kam das mit den Märkten. Die Menschen in den Märkten, die Händler, die zu 30%, 50% an einem Markt zu 80% infiziert waren und gearbeitet haben. Also denen ging es gut. Die haben es irgendwie hingekriegt. Die haben gearbeitet, aber natürlich den Virus weitergetragen. Am Ende alles, was du anfasst, die Mango, die Avocado, alles voll. Wir haben uns die Sachen liefern lassen und jede Mango, Papaya, jede Avocado dann abgesprüht, desinfiziert, um irgendwie ein Gefühl zu haben, dass das nicht ins Haus kommt. Die Arztpraxen waren weiter geschlossen. Also die Nachbarin ist Augenärztin und die ist nicht zum Arbeiten gegangen. Erst vor 3 Wochen. Jetzt. So, die ganzen Hausangestellten, die Sicherheitsmitarbeiter, Hausmeister hatten kein Einkommen. Ich war wochenlang nicht beim Friseur. Einkaufszentren geschlossen. Jockey Plaza, Larcomar. Arztpraxen habe ich schon gesagt, Universitäten sowieso nur über die Distanz. Alle Schulen geschlossen. Das war schon Ende März, Anfang April, wo ich gesagt habe, oh, erstmal bis Jahresende keine Schule. Und jetzt ist heute noch Homeschool. Also Wahnsinn, was da, wie sich das verändert hat, das Leben. Und da ging die Angst um. Also Anfang Mai, da, oh Mann, Krankenhäuser sind voll, Medikamente nicht zu bekommen, Sauerstoff. Die Krankenhäuser hatten keinen Sauerstoff. Die Menschen haben es irgendwo organisiert, standen stundenlang Schlange, um ihre Sauerstoffflaschen erstmal zu kaufen. So etwa 1000 Euro und dann befüllen zu lassen für, glaube ich, 100, 200 Euro, was dann 4, 5 Stunden reichte. Und sich dann auch langsam mit Medikamenten einzudecken, um dann wenn es wirklich einen trifft, zu Hause zu bleiben und eben da alles tun. Und es hat viele getroffen, die kamen draußen. Also eine unserer Kunden, eine Geschäftsführerin, die hat es jetzt vor 2 Wochen bekommen. Alle Firmen werden ja getestet und sie war positiv. Ja, es ist zu Hause, geht es glücklicherweise gut. Das ist nicht bei allen so. Wir haben da viele Verluste und leider sind viele Menschen gestorben. Und die Menschen, die nach Covid sich infiziert haben, gestorben sind, wurden eingeäschert und dann haben die Menschen, die Angehörigen, wurde geklingelt und hier ist die Urne. Es gab kein Abschied, nichts. Ganz emotional, ganz, ganz, ganz schwierig und macht mich jetzt noch ganz betroffen. Das war im Mai die Wirtschaft eröffnete nach und nach dann die Restaurants. Auch ich war im Restaurant, also waren natürlich geschlossen, nur Delivery, haben gekocht zum Abholen. In der Schlange 1 gestanden, in der Schlange 2 gestanden, in der Schlange 3 gestanden. Immerhin, das hat funktioniert. Na, dann nochmal, man muss wissen, Essen ist für Peru extremst wichtig. Extremst wichtig. Ganz, ganz hohe Bedeutung. Vom Warenkorb her, also wo man sagt, wie gibt Peruaner durchschnittlich sein Geld aus, 13% ist der Gang ins Restaurant von allem. 13% von allen Ausgaben eines Peruaners durchschnittlich sind 13% fürs Restaurant. Also extrem wichtig. Im Mai war es dann so, dass wir angerufen wurden von der deutschen Botschaft, dass wir gleich nochmal angerufen werden von der französischen Botschaft oder von Air France. Wir dann die Möglichkeit haben, nach Deutschland zu fliegen. Dafür haben wir 1 Stunde Zeit, uns zu entscheiden. Und 2 Minuten bevor dann der Anruf kam, die Stunde um war, dann hatten wir auch die Entscheidung getroffen. Das war am Samstag.
12 Uhr Anruf, 13 Uhr Entscheidung, Abflug Montag früh um 7 Uhr. Das hat dann, wir waren dann an den, alles eingepackt, Wohnung dicht gemacht, hatte ich ja schon erzählt. Wir kamen an den Sammelpunkt an, saßen im Bus in Miraflores, der im Konvoi zum Flughafen gehen sollte, und dann sagt er alle raus, passiert gar nichts. 2 Tage später die Info, ihr fliegt nicht mit. Und dann nochmal 10 Tage später dann der Charter mit Air Europa. Und dann die Tage dazwischen waren alle Koffer durchgepackt, die haben wir nicht mehr ausgepackt. Ja, glücklicherweise gibt es viele weitere Rückflüge für alle, die nach Deutschland wollten. Turkish Airlines war dort kurze Zeit danach. KLM immer wieder, KLM am stärksten unterwegs zwischen Peru, und auch KLM hat wöchentlich seinen Flug, was Cargo betrifft, was sehr gut ist für die peruanischen Produkte. Und da ein Blick auf die Wirtschaft: Die Exporte der peruanischen Lebensmittel, also Früchte insbesondere, sind im April sogar, da sind nur im April nur minus 3% gefallen. Also ganz, ganz wenig. Während Textilexporte um 90% gefallen sind, also geht gar nichts. Ganz Gamarra war geschlossen. Geht gar nichts. Und insgesamt ist die Wirtschaft im April um 40% gefallen. 40%. Und der Mai wird nicht viel besser sein. Und Millionen von Arbeitsplätzen gehen natürlich dadurch verloren. Ja, Avianca beispielsweise. Avianca hat seinen kompletten Flugbetrieb eingestellt und die Firma liquidiert. Punkt. Jetzt gibt es nur noch LATAM, und wir werden sehen, wenn die nationalen Flüge kommen oder internationalen Flüge, was das dann bedeutet. Die neue LATAM, alles wird viel kleiner sein. So, als ich in Deutschland ankam, das war am 21. Mai, ich hatte auf dem Flug, beim Warten auf dem Flug in Paris, auf den anderen Flug, die Maske auf. Über 30 Stunden mit Maske. Und ich kann euch sagen, es ist echt eine Wohltat, wenn man dazwischen etwas essen und trinken kann. Es geht. Also 30 Stunden mit Maske kannst du aushalten. Komm in Deutschland an. Die Menschen, keiner Mundschutz auf der Straße. In Peru hat jeder Mundschutz. Und ganz locker, die Sonne schien, Menschen spazieren gehen. Wir waren danach dann einkaufen. Ja, ein bisschen kurz, mit Maske. Eine Person pro Einkaufswagen in Frankfurt. Alles easy. Alles da, alles entspannt. Menschen fahren Fahrrad, laufen auf der Straße, sitzen im Garten und grillen. Hallo, ist das nicht verboten? Ich rufe das Gesundheitsamt an und sage, wir sind aus Peru gekommen. Was heißt das jetzt? 14 Tage Quarantäne? Nein, nein, also es ist nur eine Empfehlung. Und wenn es Ihnen schlecht geht, sollen Sie einfach zu Hause bleiben, dem anderen, um andere nicht anzustecken. Aber sind Sie sicher? Ist das so? Keine 2 Wochen Quarantäne? So, Peru ist das noch, wer zurückkam, 2 Wochen Quarantäne, Schluss. Nö, nö, ganz entspannt. Also ich fühlte mich, als ich nach Deutschland kam, wie in einer anderen Welt. Hier sprach jeder, ah, Covid ist ja langsam zu Ende. Während in Peru mittendrin waren. Covid-Tests in Peru durch die Krankenhäuser nur durchgeführt, und der vom Gesundheitsamt sagte, ja, wenn Sie zum Arzt gehen, dann lassen Sie einfach einen Corona-Test machen. Die haben das. Ich, hallo, wo sind wir hier? Gibt es keine Engpässe? Und das Thema Corona war wirklich zu Ende. Also ein bisschen wie, weiß ich, wie auf einem Schlachtfeld, wenn die Nebelschwaden sich auflösen und du dann darauf schaust, okay, was ist alles passiert? Es wurde viel über Wirtschaft gesprochen, über Urlaub, was machen wir jetzt? Können wir jetzt nach Spanien, Türkei, sonst wohin fliegen? Wenn in Peru wir mitten auf dem Schlachtfeld waren. Und sagen, okay, was kannst du tun, damit dieser Feind Coronavirus dich nicht entdeckt und nicht zu dir überspringt und du gesund bleibst? In Deutschland komplett entspannt, völlig locker. Mai, dann kam Juni. Peru hat verlängert die Quarantäne nicht um 2 Wochen, sondern bis 30. Juni, also etwa 6 Wochen. Und das war, da waren Leute irgendwie, okay, jetzt hat es auch keinen Sinn mehr. So, und dann ist etwas passiert, dass eben die Menschen auf die Straße gehen. Nicht alle, wir reden nicht von aller, viele. Also die ambulanten Hände, Ambulantes sind rausgegangen,
um zu verkaufen, damit sie Einnahmen haben, damit sie leben können. Die Taxifahrer, die Kombis, Mikros, alles. Der Verkehr hat deutlich zugenommen. Also ich konnte das schon sehen im Mai, Anfang Mai, wie der Verkehr zugenommen hat, deutlich zugenommen und jetzt dann fast normal, fast normal. Einzig, was nicht normal ist, ist, die Menschen, die sich selbst schützen wollen, sind sehr, sehr sorgsam. Also von daher, die gehen einfach nicht heraus. So, das ist die Geschichte von 100 Tagen Quarantäne, 250.000 Infizierte, rund 1/4 Million wären Deutschland bei 190.000 rund liegt. Also Peru hat Deutschland sehr schnell überholt. Die Phase 2 Perus geht nach 100 Tagen langsam zu Ende. Die Phase 3 soll starten im Juli. Immer die Hoffnung, dass Flüge beginnen, Inlandsflüge und dann internationale Flüge. Wie oft lese ich, wie oft werde ich angesprochen? Wann gibt es wieder Flüge? Das alles, was kommuniziert wird, sind Rückholflüge von Deutschen nach Europa, in Niederlande hauptsächlich und umgekehrt. Da kannst du dich auch, fliegst natürlich auch hin. Das Ticket kostet bei KLM $900 One Way. Wir haben bei Air Europa 700 € bezahlt und dann das Anschlussticket für Lufthansa, glaube ich, 100, 120 € bezahlt für One Way. Was war früher die Strecke? Economy hin und zurück. Das soweit zu dem Preis. Also Rückholflug ist auch kein Geschenk, sondern da bezahlst du hart dafür. So, Juni und Peru zurück zur Normalität, zur neuen Normalität. Das, was geblieben ist, ist die Maske. Also auch wenn sich alle auf der Straße drängen, in manchen Stadtteilen, in der Mercados, die Maske haben alle auf. Was kann Peru tun? Die neue Kultur muss vorgelebt werden. Und zwar beginnen zu Hause. Maske ist das eine, es funktioniert. Hände waschen und der Abstand möglichst auch einzuhalten. Das muss natürlich nicht zu Hause eingehalten werden, sondern darüber gesprochen werden. So, was kann noch Peru tun? Jetzt ein Business gründen. Ja, viele haben ihre Arbeit verloren und die ersten haben dann schon begonnen, auch ihr Business zu gründen. Wunderbar. Du kannst es online betreiben und du kannst exportieren. Deutschland ist schon weiter. Da es ein großes, sagen wir, Hilfspaket der Regierung gab, auch Länder wie China, auch wenn dort alles begann, aber man darf auch nicht vergessen, 1 Milliarde Menschen, China hat etwa 150.000 insgesamt Infizierte gehabt, das ist weniger als 1%. Also die Menschen brauchen natürlich Services und versucht das online aufzubauen, mit anderen zusammenzuschließen, Vereine, Genossenschaften zu gründen, um einfach Ideen zu entwickeln und gemeinsam sich zu unterstützen, manchmal auch mental zu unterstützen, Ideen auszutauschen, zu reden, die Digitalisierung voranzubringen. Also der Delivery hat funktioniert, viel Digitalisierung hat funktioniert, da ist Peru genauso weit wie Deutschland von den Möglichkeiten her. Und natürlich auch und das Letzte, das ist ein Herzensthema von mir. Was ist passiert in Lima? Nach 2 Wochen, 2, 3 Wochen sind an der Costa Verde am Pazifik die Vögel zurückgekommen, Delfine wurden gesichtet, die Natur hat sich erholt. So, und das weiter zu treiben, also weniger Plastikmüll nicht irgendwo hinwerfen, sondern sorgsam damit umgehen und am besten vermeiden, was in Peru schon gut geklappt hat beim Essen mit Delivery. Also, da geht in die richtige Richtung und der Verkehr. Mehr Fahrrad zu fahren in Lima, mit Fahrradwege werden eingerichtet, 300 Kilometer sollen gebaut werden. Das geht sehr, sehr schnell und sehr konsequent. Dazu gehört natürlich auch der Respekt untereinander. So, wenn das Peru hinbekommt und darüber noch hinaus die Gelder in die Krankenhäuser investieren, ins Gesundheitssystem und in die Bildung, dann bin ich sehr, sehr optimistisch. Und das ist nochmal auch der Punkt zu Peru. Peru ist ein reiches Land an der Natur. Viel reicher als Deutschland. Die Natur ist viel, viel reicher. Die natürlichen Ressourcen. Viel reicher. Definitiv. Und der Staat Peru hatte eine niedrige Verschuldung, nur 20% von der Gesamtwirtschaftskraft, während Deutschland 80 hatte, Italien, Griechenland über 100%. Jetzt durch die Gelder und durch die Investitionen
vermute ich, wird sich das verdoppelt haben, die Staatsverschuldung. Das ist aber gar nichts im Vergleich zu Deutschland beispielsweise. Da ist noch ganz viel Platz. Nur was passieren muss, die Gelder einzusetzen und ja, das ist wieder Kulturfrage, nicht für sich selbst abzwacken durch Korruption, sondern die Gelder dorthin bringen, wo es gebraucht wird. Und mit der Regierung ist es zumindest eine Chance. Sie hat immer wieder gesagt, wir sind offen, wir sind transparent, wir machen auch Fehler, lernen gerne auch dazu. Es ist eine neue Situation, wir laden alle ein mitzumachen, wir werden es nur gemeinsam schaffen. Und dieses Gemeinsame, das ist mein Schlussplädoyer, mein Schlusswort zu diesem 100-Tage-Quarantäne-Video. Die Solidarität untereinander und das Helfen war sehr, sehr groß. Jeder hat eine Erinnerung, eine Emotion an diese Zeit und dieses Gemeinsame voranzubringen. Das braucht es. Da braucht es die Regierung als Vorbild, da braucht es die Medien, da braucht es Lehrer, Universitäten, es braucht alle gemeinsam. Und dann wird Peru sehr, sehr gut aus dieser Situation lernen und sich entwickeln. 100 Tage Quarantäne, heutige Live-Video. Ich wünsche euch das Wichtigste, was wir haben können. Bleibt gesund. Bis bald wieder. Tschüss.